dein, eine Mama. Nee, du bist ohne Mama. Oh, das wird immer schlimmer. Mein Gott! Oh, oh, Scheiße. Vater, dein Vater. Mein. Oh mein Gott! Oh. Das ist Top Story. Die Show, bei deinem Gast deine Geschichte bis zum Cliffhanger erzählt. Und die Gastgeber müssen erraten, wie sie ausgeht. Felix Lutner! Sehr, sehr schön, dass du hier bist. Er ist einfach hier. Hab ich irgendjemandes Hand übersehen? Ja, meine. Hab ich das stehen lassen? Hallo, Felix. Klassengesellschaft hier. So ein bisschen. Ja, ist okay. Das ist mein Moment gewesen. Ich warte schon ein paar Jahre drauf. Und wo sind wir hier eigentlich gerade? Was ist das? Im Tiertrum. In Kreuzberg. Ist vielleicht die letzte Show, die es hier so geben wird. Ah, ja. Und meine Eltern haben mich schon hier hingestellt, als ich so 8 war oder so. Ja, meine auch. Ernsthaft? Wollte ich schon sagen, ja. Meine auch. Berlin. Naja, ich hatte ja nie eine Mutter. Okay. Und das war's. Ey, weißt du, was ich mich so ein bisschen gefragt habe? Nein, Dickerchen. Du bist ja in Neukölln groß geworden. Ja, Bruder, und, ja. Und ich habe einen Kumpel, er hat bei Fußball, man kennt es, Ausländer gegen Deutsche, hat er auf einmal Schweizer, ich bin Schweizer, deswegen bin ich auf der Ausländerseite rausgeholt. Mhm. Kannst du auch sowas erzählen? Oder hast du gesagt, ey, yo, ich bin einfach ganz normal deutsch? Ich konnte das nicht so gut verstecken. Ne. Aber wir haben tatsächlich in Lipschitzbad auch manchmal Ausländer gegen Deutsche gespielt. Fußball? Fußball. Und ich sag mal so, wir haben Schwimmen gespielt, Digga. Nee, wir haben meistens verloren. Die Deutschen. Die Deutschen. Ey, wie kann es sein, dass wir uns im Lipschitzbad nie gesehen haben? Ich habe mein ganzes Leben da verbracht. Ich hab dich in dem Kopftuch nicht erkannt. Okay! Ja, alles klar, der geht an dich. Aber warst du auch immer jeden Tag da mit Ferienpass früher? Im Sommerferien? Natürlich! Ja, klar. Was ist das? Lipschitzpark? Ja, Lipschitzbad. Ach, Bad. Lippe. Ah, okay. Da konnte er dazu diesen Ferienpass immer und dann konntest du jeden Tag umsonst da reingehen. Ja. Ja. Da gab es auch so Pommes und so. Ja. Ja, im Schwimmbad. Und teilweise auch Süßigkeiten. Ja. Teilweise aber nur. Ich soll noch nicht die Geschichte erzählen, war Spaß. Cool. Warst du auch Lipschitzbad? Ich war nicht Lipschitzbad, manche kennen vielleicht Locho. Ja, Locho ist ein Neuköllner. Locho ist ein Kinderbad. Dicker, ich habe in Neukölln gewohnt, entschuldige bitte, dass ich nicht mein ganzes Leben dort verbracht habe. Ja, Dicker, das ist aber Voraussetzung jetzt gerade. Also auf Wilmersdorf oder so. Schwimmbad, Dicker. Alter, Locho gehen die ganzen Halal-Freundinnen von mir hin, damit sie nicht angemacht werden. Das ist so ein Kinderbad, oder nicht? Ja, aber nein, das war dann, oder nicht? Da habe ich mal ein Rückwärtssalto gemacht und habe mich so viel gedreht, dass ich mit meiner Fresse wieder gegen Sprungbrett geknallt habe. Ja, krass. Ja, klar, Berkan. Klar. So, krass. Wir reden gerne über cool. Ich rede nicht mehr mit euch. Hey, das ist cool. Ja. Ey, gerade geht's wieder live ein bisschen los. Ja, André, es geht wieder los. Korrekt, korrekt. Wir proben gerade hier die ganze Zeit in den kleinen Bars und Kneipen. Ich denke mir so, das ist doch eine harte Ausrede, Dicker. Wenn man sagt, oh nee, erst wenn Bars aufhaben, dann können wir es proben. Weil du singst, hätte ich ja nicht vorher proben können. Erzähl ja, wie denn? Du brauchst da Publikum. Ja, Kavus, nein. Guck mal, dann setzt du Kavus Kalanta dahin, den, wie heißt du mal, Kindern, Dicker, erzählt für zwei, so, weißt du, und dann erzählst du es den Leuten, so, weißt du. Es gibt kein schlechteres Comedy-Publikum als Comedians. Wirklich, warum? Na, weil die eh nur, also die wissen ja immer, okay, gleich kommt ein Joke, die antizipieren Pointen. Die haben einfach, sind dann neidisch, wenn dir was Besseres eingefallen ist. Also, nee, also wirklich, es gibt kein schlimmeres Publikum als Comedians. Du kannst auch bestimmt auch, du bist der Regisseur. Ja. Ja. Du machst das hier ja beruflich. Und du kannst auch bestimmt auch nicht irgendwie normal Musikvideos oder Filme gucken, ohne die ganze Zeit mit so einem... Dicker, kleiner Funfact, man kann mit André, sobald er nur in der Nähe ist, ja, kannst du nicht irgendwas abspielen auf YouTube, ohne dass er einfach so mit seinem Finger so Go-Go Gadget-mäßig so auf den Pauseknopf drückt und sagt, habt ihr das im Hintergrund gesehen? Ja, lass mal kurz noch 10 Sekunden zurückspulen. Ja, und das 100-mal abspielt und dich einfach damit therapiert. Und denkst, genau so ist es. Bitte, ja, lass mich zu. Also ich kenne André schon ziemlich lange und zwei seiner besten ältesten Freunde haben ihm mal zum Geburtstag geschenkt, dass sie einen Film mit ihm gucken und er auf Stopp und Start drücken kann, wann er will. Auf die Leertaste. So. Mit den beiden Fingern auf der Leertaste. Ich durfte es die ganze Zeit da haben und die haben sich das alles gegeben. So wie Reaction-YouTuber. Ah, der Beat kommt rein, pumpt. Überkrass, ja. Überkrass. Alles klar, weiter geht's. Also, nee, aber kommen wir mal richtig mit so einem unsichtbaren Übergang auf deine Geschichte. Geiler Übergang. Ist doch Übergang. Unsichtbar, einfach unsichtbar, wie Batmobil. Ich wünsche mir, du hättest CRL moderiert früher. Hemmung, bitte. Okay, also das Ding ist, ich habe zwei Geschichten. Felix, ein Schnauzbart jetzt? Was habe ich? Hast du ein Schnauzbart jetzt? So auf den New Kids-mäßig. Ja, so ein bisschen. So wannabe, gut. Weil hier wächst nicht. Ah, ja. Und, hier, ja, und hier so ein bisschen. Ja, ich schwöre, wir haben... Ja, ich weiß.
Mach läuft bei dir so wenig, dass du nicht Bart komplett machen kannst? Nee, mach's nicht. Nee, ich möchte nicht. Man, guck mal, dann bin ich jetzt auf einmal der Typ, dann habe ich jetzt auf einmal einen Vollbart, das würde übertrieben auffällig sein. Ja, Bro, du siehst also ganz ehrlich, aus. Also wenn du meine Meinung haben willst, du rockst diese Babyface-Sache schon ziemlich gut. Ich würde es Marshall aus wie so ein Konvertit. Danke euch allen und Bruder. Message verstanden. Du hast selber gar keinen Bart. genau. Warum reden wir überhaupt? Der Babyface-Killer. Ich sag dir ehrlich, ich bin so ein bisschen, ich habe wirklich drüber nachgedacht. Wirklich, als Finch gesagt hat, ey, man kann sich das implantieren lassen, kostet 700 Euro, so, weißt du? 700. Wie, 700? 700. Hat der einen Preis gesagt? Und dann macht es einer Dings. Backstage. Ich hab's abgesteckt. Ja. Gesagt, André hat so die ganze Zeit so Backstage gesagt, so, ey, Dicker, 700 Euro? Nee, er hat Türkei gesagt, ich dachte, Digga, es wird nicht mehr als 700 gekostet haben. So. Weißt du, ich meine, das ist im Arsch. Das ist gerade deine Preisinfo, dass du sagst, es wird nicht mehr als das gekostet. Also, ja, ich wollte gerade sagen, Digga, es kostet so. Safe mehr. Du hast einfach geschätzt. Ja, eben, Digga. Bro, 1 Euro sind 10 Niere, 700 Euro ist realistisch sogar. So, 700 Euro. Und so. Ich dachte, dann... Hast du schon mal was in der Türkei gesehen, was mehr als 700 Euro kostet? Außer jetzt eine Wohnung oder so? Hallo? Ein Jet-Ski? Hallo? Boah, sie will Türken ihre Verteidigung. Was ist los mit dir? Jetzt ganz ehrlich. Gib mal Daumen. Ich schwöre, Türken sind dumm. Bitte, was? Nein, das muss dann raus. Und dann dachte ich mir so, stell dir mal vor. Warum hast du denn nicht gleich Bart machen lassen, als du dieses Hemd gekauft hast? Ey. Hemd, ganz kurz, ich will nur auf wirklich... Weil das heißt, er war dann eh... Ich fand's richtig lustig. Ja, ich hab... Du willst aufzeigen, dass es gefälscht ist. Nein! Ja, wir haben's. Das ist eine politische Aussage. Willst du damit sagen? Digga, dass Tiger von Aussterben bedroht sind. Das sind Geparden, Digga! Leoparden. Digga, alle Leoparden, ja, geil aussehen. Von denen man sich so ein Fell holen will, die sind alle vom Aussterben bedroht. Ich würde mir auch so ein Fell holen. Was ist mit Biber? Biber geht gut. Dass deine Stimme nutzt. Ja, mäßig. Was schreist du? Geschichte? Geschichte. Bitte. Okay. Du hast zwei Geschichten, hast du gerade. Das Ding ist, ich habe zwei Geschichten und ich kann mich bis jetzt nicht entscheiden. Bis jetzt? Ja, ich habe... Zweite. Die erste. Ja, die zweite war. Okay, also, die Geschichte spielt vor... Nach oder vor oder nach dem 11. September? Das ist wichtig. Richtig. Das ist wirklich wichtig. Ja, ich muss gerade wirklich rechnen, aber danach. Okay. War ich 16, okay? 2000. Ich war 16 und ich war mit einem Kumpel und zwei Mädels unterwegs in den Sommerferien. Wir sind so sinnlos durch die Gegend gelaufen, Lipschitzallee. Mhm. Wir sind da durch den Park gelaufen, abends. Und wir laufen da so lang. Die Mädels waren irgendwie auch nicht so richtig spannend, aber ist ja auch egal. So. Die Jungs aber scheinbar auch nicht. Ja, die Jungs waren spannend. Doch, wir waren krass mit sich. Du hast nicht mal diesen Schnurrbart damals gehabt, ich sag dir ehrlich. Er hat immer noch nicht diesen Schnurrbart. Aber jedenfalls, wir laufen da so durch den Park und dann von irgendwo weit hörst du, wie jemand richtig laut Hurensohn brüllt. Einfach so, Hurensohn! Standard Lübschitz. Ja, klar. Das und die beiden Mädels waren sich sicher, dass sie nicht angesprochen worden sind, weil sie sind ja Töchter. Nein, dass sie wissen, wer das ist. Mhm. Und dass der in der Parallelklasse ist und dass sie sich kennen und dass der das versteht, wenn die jetzt zurück Hurensohn brüllen. Also es war so eine Art Lockruf-Situation. Oh. Ja. Das war so ein bisschen pfeifen. Und man pfeift zurück. Das war so. Und dann haben diese Mädels zurück Hurensohn gebrüllt, weil sie dachten, es ist der und der aus meiner Parallelklasse. Der versteht es. So, wir laufen weiter. Zwei Minuten später stehen auf einmal zwei Jungs vor uns, so ungefähr unser Alter. Zwei Minuten später, wie krass konnten die rufen, Dicker? Großer Wald. War ein großer Park. Lass den Jungen noch seine Geschichte erzählen, Mann. Gut kanalisieren und haben halt wirklich, Dicker, Lockrufsituation. Vielleicht war es auch nur eine Minute. Okay. So wie Wald gesagt. Okay. Gott sei jedenfalls Dank. Kurze Zeit später standen dann diese zwei Typen da, die waren so ungefähr in unserem Alter. Und, sag bitte nicht die Ethnie, sonst kommt es wieder in, du weißt schon. Das waren Kanaken, ich sag's bei euch, ist okay. Ich lass es einfach offen. Ja, okay. Einfach, was immer ihr zu Hause glaubt, was es war, vielleicht stimmt's. Ist ja aber egal. Ich sage vielleicht. Bro, am Ende waren es einfach Norweger, das wäre zu krass. Ja. Zwei dicke Schweden, sondern Norweger. Auf gar keinen Fall. Jedenfalls standen dann alle diese beiden Jungs so und haben dann so einen Affen gemacht, so, was ruft die Hurensohn, was ruft die Hurensohn? Und dann hat dieses eine Mädel sich da so ein bisschen abgestammelt und meinte so, ah Mann, sorry, wir haben dich verwechselt, ich dachte, du wärst der und der und den wollte ich Hurensohn nennen, so, weil den kenne ich nenne nur Leute Hurensohn, die ich kenne. Ja. So richtig komische Ausreden. Ja, ich würde dich niemals Hurensohn nennen, weil ich kenne dich ja nicht. Klar. Aber den Jungs war das so ein bisschen egal. Von dir weiß ich auch nicht, ob deine Mutter eine Hure ist. Genau. Ich sag immer nur zu Leuten Hurensohn, von denen ich weiß, dass deine Mutter nicht eine Info. Ja, einfach haben die da so rumdiskutiert. Den Jungs war es dann irgendwann zu bunt, dann haben die angefangen, meinen Kumpel und mich da irgendwie so zu schlagen. Alter. Oh nein. Ja. Es war einfach zu bunt. Und es war dann so eine uncoole Schlägerei. Wo von euch oder von denen? Von beiden. Wir haben, habt ihr zurückgeschlagen? Ja, wir haben alle verloren. Wir haben alle gleichzeitig verloren. So. Digga, und dann irgendwann gab's so eine ähnliche Geschichte erzählt, tatsächlich, ja. Im Spiegelraum. Ja. Und dann gab es so eine komische Rauferei.
Und dann greift dieser eine Typ auf einmal auf den Boden und da lag seine Kette. Ja, der hatte so eine, so diese Königskette, diese silberne, die früher alle hatten. Ja, so, und mit dem Tiger, der so hängt. Der Panther, ja. Hier. Ich kenne mich jetzt nicht so richtig. Ey, ich glaube, das ist ein Gepard. Tatsächlich, dass du dich bist, die nicht damit auskennst. Tatsächlich nicht. Jedenfalls war da diese Kette. Er hebt diese Kette auf, sieht, dass die kaputt ist, guckt uns so richtig wütend an und sagt, die Kette war ein Geschenk. Was passiert dann? Mann! Wow! Oh Mann, Felix! Okay, okay, okay. Ich fasse es nicht. Okay. Ich fasse es mal ganz, ganz kurz zusammen, ja? Wir kriegen auf die Schnauze wegen zwei Frauen, die dachten, dass sie den Hurensohn kennen. Ich fasse es nicht zusammen. Weil sonst wäre ich ein bisschen unnötig hier, weil ich habe ja nicht diese Geschichten aus Lipschitz. Du und dein anderer Atze, ja, ihr seid zu zweit, ihr hattet so ein Doppeldate. War nicht mal ein Date, aber ja. Es war einfach rumgammeln im Block, oder? So Laien-mäßig. Ja. So, ihr seid rumgelaufen, auf einmal hört ihr sehr weit entfernt, meint es eine Minute auch schon sehr weit weg, also für Fußlaufen und so, Hurensohn. Die Mädels waren lustig, die dachten, ey, wir haben zwei sehr, sehr starke Jungs, so, die werden uns beschützen, egal was wir nicht machen. Und die haben, kannten den ja auch, der Hurensohn gerufen hat, ne? Und deswegen die kannten den zurück. Quasi. Ja. Sie dachten. Tüling. Sie dachten. Fang lieber schon an zu Mann, denken. Halt doch mal. Und dann haben die zurück Hurensohn gerufen. Die Jungs kamen dann mit Citybikes dann auf den zu, so, sonst kann ich mir das nicht erklären, wie es so schnell passieren konnte, auf die zu und meinte, ey, Hurensohn, Kette war kaputt, lag auf dem Boden. Das hat lang gedauert. Nein. Ah ja. Nicht stimmt. Lang. Citybikes wär's ja schnell. Was für Citybikes? Es waren kaputte Citybikes. Er musste übertrieben. Die ganze Zeit wieder. War doch Dings Einbahnstraße. Sie sind rückwärts gelaufen. Auf jeden Fall, Kette war kaputt und meinst du, was meinst du nochmal? Die Kette war ein Geschenk. Ah, die Kette war ein Geschenk. Ja. Digga, du hast die Geschichte echt nicht gut nochmal wiedergegeben, wollte ich noch kurz sagen. Es war sogar länger als meine Version. Und ich habe sie ausgespielt. Mit weniger Informationen. Aber. Ja, wirklich. Ich keine Ahnung. Du hast ja richtig an diesem City-Bike verändert. Ja, ich bin auch zu sehr 2021, muss man sagen. So. Warum schreibst du eigentlich nichts auf? Weil ach, du bist Moderator? Ja, sowas in der Art. Glaubst du? Aber darf ich kurz noch mal was fragen? Die Kette lag auf dem Boden, als der Typ... Ja, sie ist quasi beim Rangeln rauf so ab, kaputt gegangen und auf den Boden gefallen. Okay, okay, okay. Okay. Aber ihr habt dann auch in dem Moment so komplett pausiert? Also keiner hat irgendwie die Chance, einen richtigen zu setzen? Nein, weil wir waren ja trotzdem noch voll die Muschis einfach. Also wie gesagt, wir haben so gekämpft. Sir! Was wollen Sie von mir, junger Mann? Gevatter, wollen Sie eine Prügelei? Den Job hatten wir vorhin auch schon mal. Lass ihn ab jetzt immer machen. Schreibt mal, Leute. Ey, ich hab. Bereit. Noch eine letzte Frage. Ich hab einfach gar keine Vorstellung. Kein Problem. Kommst du aus der Köln, du musst doch irgendeine Vorstellung haben, wie nein, wirklich, es ist einfach so eine realistische Geschichte. Erzählen wollen würdest, ja? Was du beruflich machst. Ja. Was würdest du sagen? Ich würde wahrscheinlich sagen Comedian. Nee, aber das Ding ist, so, ich meine, du hast ein Buch geschrieben. Was ist so der größte Flex? Weil ich, wenn ich jetzt Comedian wäre, Bro, Pennerberuf, ich sag dir ehrlich, so weißt du. Aber Autor, krass. Mhm. Ich glaube, ich würde Cherrypicking machen und sagen so, ich bin Autor, so wie Goethe. Mhm. Du würdest wirklich einfach sagen, ich bin Dings, ich erzähle Witze auf der Bühne? Ich würde sagen, ich bin Comedian, so wie Ralf Schmitz. Nee, ich sage, ich bin, mein Daily Business ist Comedy und... Aber jetzt im Ernst, du verdienst doch viel mehr Geld mit Podcast. Du bist doch Podcaster. Nein, ich verdiene mit Abstand am meisten Geld mit Comedy. Wirklich? Wie viel? Bro, er hat Abstand gesagt. Abstand hat er Dicker, gesagt. Also die Fantasie, was... Du hast doch gehört, was er von Spotify geschenkt bekommen hat damals. Ja, zwei Free-Accounts so. Nein, ein Account, 3 Monate. Aber beim Finanzamt steht einfach nur ganz. Aber gut. Dafür kann man halt auch alles hören. Weißt du, was ich meine? Doch mal ein. Ja, okay, chill. Also kauf mal alle Alben. Oh. Du kannst ja alles hören. Du kannst auch die ganze Zeit dann quasi deinen eigenen Podcast hören, was dich wiederum im Ranking höher bringt. Ja. Weißt du, was ich meine? Und dann kriege ich nächstes Jahr vielleicht 4 Monate. Wer weiß. Kann sein. Und in 3, 4 Jahren? Irgendwann. You do the math. Ey, hast du dir schon mal so überlegt, irgendwie was so. Was sagst du denn deinen Eltern, was du beruflich machst? Schwierig, ich sag kreativer. Wow. Korrekt. Aber Comedy ist ein Pennerberuf. Kreativer kommt bestimmt gut bei Wohnungssuche. Was gibt ihr bei Wohnungssuche an, ist die Frage. Erst will ich Regisseur und Kreativdirektor. Ich mach dieses Direktor rein, weil das wertet es sofort auf. Creative Director. Nee, ich mach Kreativdirektor, weil ich gehe davon aus, dass es Deutsch lesen und dann denken die, okay, ist ein Handwerkberuf. Bei Creative ist sofort so ein Penner-Startup, so, weißt du? So Creative Director, so, weißt du? Okay.
Digga, was gibst du denn ein? Du gibst Musiker ein. Ich geb, Bro, ich geb, erstmal gebe ich Musikproduzent ein, okay? Weil das klingt besser. Ja, aha, aha. Produzent. Und dann schicke ich nochmal noch die Bewerbung los von einem deutschen Freund, aber sein Account. Digga, ich weiß noch nicht. Ey, Jumper, kann ich wieder deinen Account eingeben? Ey, Jumper, bitte mal noch einmal. Digga, ich sag ehrlich, wir haben mal mit einem sehr einflussreichen Menschen zusammengearbeitet, den wir auch. Felix sitzt doch genau hier, Digga. Mach mal nicht. Nicht mit Felix, nicht mit Felix. War ein älterer Einfluss. Ja, Felix sitzt immer noch hier. Dings und Berkan hat einfach nur gefragt, ob er für ihn wirklich eine Bürgschaft unterschreiben will. Ey, Digga, wir kannten ihn seit 2 Wochen. Aber hat Herbert Grönemeyer das gemacht? Er war so verzweifelt, Berkan, dass er gesagt hat, ey, ich will's den Namen. Warte mal ganz kurz, können wir den Namen rauspiepen? Nee, das kann ich auch nicht vor den Leuten sagen. So, können wir nicht sagen. Aber wir arbeiten noch mit dem. Wenn man das jetzt einfach 1:1 zusammenrechnet, es war doch Herbert Grönemeyer. Nein, es war nicht. Was? Nicht? Wie king wäre aber ein Bürgschaft von Herbert Grönemeyer? Digga, ich schwöre, wenn ich würde Herbert Grönemeyer so gerne einfach so mit zu einer Wohnungsbesichtigung nehmen. Du weißt auch, ich komme so mit Vollbart und so. Und dann einfach so, ich habe noch meinen Onkel Herbert. Auf einmal, Digga, Herbert Grönemeyer sagt so, gib ihm die Wohnung oder irgendwas. Digga, das ist ja so Playboy einfach. Und dann stell mal vor, wir haben uns leider für jemand anderen entschieden. Ja, Digga, das ist ein Ding. Ja, Herbert Grönemeyer aber wird dich dissen. Aber die Person, die wir meinen. Moment, dort, aber die Person, mit der arbeiten wir zusammen und die kennen wir schon ein bisschen länger. Kannten wir zu der Zeit nicht so lange. Ist doch egal. Würdest du Musik anfangen zu machen? Weil du hast ein bisschen diesen Hip-Hop-Drip, muss man ganz klar sagen. So. Nee, ich kann nix. Lass dich schreiben von Was, Rin. Wenn Leon Lovelock dir einen Song schreiben will? Ganz wichtig, aber nur Leon Lovelock. Nur Leon Lovelock. Also dieses Spotify-Money. Kriegt er doch schon. Ist das so viel? Weiß ich nicht, sag du es mir. 0,3 Lass mich hier ablenken, oder was? Berkan? Ungefähr, ich habe gehört, 3000 Euro pro 1 Million Streams, habe ich gehört. Ah, ja. Ist das viel? Kommt mir nicht so vor. Nee, also du kriegst es ja auch nicht für dich, oder das teilst du auch dann noch mit dem Label und diesen ganzen Zwischenleuten. Warum fragst du mich? Ja. Ja. Stimmt, du hast doch angeblich ein Label. Ja? Aber nur eins. Dein Label, angeblich in deinem Leopardenshirt. Ja, ey. Ich finde, also, ey, dieses Hemd schreit so krass, ich bring dich groß raus. Ich finde dein Outfit krass. Für Tiere ein, Mann. Guck mal, wie groß dieses Krokodil ist. Bro, wie oft ich wollte Backstage, dass ich den Hals küsse. Politischen Witz machen. Das sieht gut aus. Okay, alles klar. Vielen Dank, Berkan. Vielen Dank. Gerne. Sino, fang doch mal mit deiner Theorie an. Was ist dann passiert? Also, ich glaube, die Situation hat sich folgendermaßen aufgelöst. Der Mann hat seine Kette hochgehoben und meinte... Ja, es war doch ein Mann, oder nicht? Ich glaube, sie waren ein Junge. Es war halt ein Kind, ein Typ einfach. War das aber 2 gegen 2? Ja. Okay. Immerhin, Digga, faire Straßenkämpfe. So Hell in a Cell, WWE-Match. Also, guck mal, wie ihr einfach die Frauen Situation irgendwie rausgegangen seid. Die Mädels standen so nebenbei und dachten so, Hurensohn, vielleicht springt der eine noch drauf an. So. Und ihr wart halt so in dieser Situation, er hebt die Kette auf, er sagt so, ey Mann, das war ein Erbstück. Und dann hatte er so einen kleinen Mental Breakdown wahrscheinlich. Mann, warum hast du schon wieder die gleiche Story wie ich? Julien, denk dir so lange. Ich will einmal als einzige Frau die Erste hier sein. Warum darf der immer vorher? Spiel doch jetzt nicht diese Frauenkarte einfach. Warum denn nicht? Hat die Frauenkarte in meiner Hinterhand. Ich lege sie. Dicker, scheiß doch einmal. Ich glaube einfach, der hatte einen Mental Breakdown. Er war so, ey Mann, das war ein Erbstück. Und dann war halt auch so ein bisschen, also es wäre jetzt komisch gewesen, wenn du ihm jetzt einfach so, ey Mann, es war ein Erbstück, pack! Wenn du ihm das so gegeben hättest, wäre scheiße gewesen, weißt du? Weil er hatte ja scheinbar irgendwie so eine emotionale Bindung dazu. So. Und da meint ihr so, oh scheiße, Dicker, ja. Tut mir leid, ich wollte es nicht kaputt machen. Er meint so, ja, das war von meinem Onkel. Ich habe ihn auf dem Sterbebett begleitet und so. Und dann, und jetzt wäre es noch komischer gewesen, wenn jetzt auf einmal dein Kumpel von Seite kommt und so, bam! Fick dich und deinen Onkel! Fick dich und deinen toten Onkel! So. Boah, harter Trick, harter Trick. Aber, also, hätte man machen können, aber wäre scheiße gewesen. Ja. Also, ist ein bisschen so wie mit Dings Cheat gewinnen, so, weißt du? Und dann interessiert, ob Tylin immer noch dieselbe Geschichte hat. Ich hab immer noch. 1:1. Ja. Auf jeden Fall meintet ihr dann so, ey, Dicker und so, tut mir mies leid, willst du meine Kette haben? Mit einem Kreuz? Boah, jetzt spielst du. Warum? Hey, hey, Türken, Mann. Das war eindeutig. Lass mich doch, wir wissen alle, was für Typen waren. Jetzt spielst du sehr mit diesem Kreuzpanzer. War eindeutig Rassismus gegen Weiße gerade. Ich weiß hey, ich genau, wie das gerade hier wir reden von Lipschitz, Ali, was willst du? Also, mein Cousin hat mir die gleiche Geschichte erzählt. Ja, weiter? Jetzt hast du mich voll rausgebracht, Türken. Danke. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass du gerade komplett freestylst. Ich schätze, da steht nichts. Stimmt doch überhaupt gar nicht. Da steht A, B, C, D, F. Zeig mal. Okay, weiter, komm. Ich habe noch die von Steiger hier draufstehen.
Genau, und dann war es halt so, ey, dicker Mann, ich hoffe, ihr kriegt das wieder repariert. Wow, jetzt. Wow. Oh, scheiße, Mann. Wenn du eine Empfehlung brauchst für einen Kettenreparaturladen, haben wir über ein Kettenreparaturläden geredet. So Nummern ausgetauscht. Nee, und dann war es halt so, hey, Dicker, bitte, ich hoffe, das war jetzt nicht jetzt, also ich hoffe, du kriegst jetzt nicht den falschen Hals. So war das jetzt nicht gemeint. So. Dicker, kannst du bitte aufhören zu reden? Das ist gerade mein Ernst, Time ist to shine. Es tut mir leid. Ey, aber deine Geschichte, du weißt. Okay. Ja, auf jeden Fall, dein Kumpel hat ihm dann eine Bombe gegeben und er war Knockout und ihr habt gewonnen. Wow. Okay, Thülin? Es ist nicht besser, wirklich. Also, er hat mich geschlagen, die Kette ist runtergefallen. Ja. Also, das war ja schon Teil der Geschichte. Mental Breakdown gehabt, hat sich angefangen zu heulen und meinte, Mann, das ist die von Hüseyin. Hüseyin hat die mir gegeben, bevor er in die Türkei zurückgegangen ist mit seinen Eltern. Weil viele sind ja zurück in die Türkei gegangen, um das mal kurz hier dramatisch und realistisch zu machen. 95 oder so gefühlt. Genau so war es auch. Du hast überhaupt gar keine Ahnung, okay? Okay. Wie unsere Jugend war. Du hast ihn in den Arm genommen, ihr wart einfach Best Friends, hast ihn getröstet, hast gesagt, man, es tut mir total leid mit der Mann ist Cabus Calanta. Danach wart ihr in der Top-Disco oder in U7, im Gropius, ich weiß nicht, wo ihr wart. Wart dancen, wart ihr Best Friends, das war's. Mehr habe ich nicht, wirklich. Mhm. Na, ey. Okay. Aber ich habe mir Mühe. Glaubt ihr, dass du da nicht mehr hast? Nee, wirklich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die war... Ja. Ja. Da kann man sich klatschen. Ich habe Applaus bekommen, möchte ich das so sagen. Ja, ey, Berkan, obwohl sie noch ein Ticken schlechter war. Ich hab bestimmt noch irgendwas krass rausgeholt. Berkan, bitte hol jetzt den Karren aus dem Dreck, Dicker, ja? Ich versuch's mal. Der Karren. So, jetzt. Das Ding ist, können wir ganz kurz Applaus haben? Berkan! Jawohl, Junge! Komm! Damit halt. Okay, also. Es waren wahrscheinlich keine Türken, es waren wahrscheinlich Araber. Weil wir in Neukölln sind. So. Insider-Wissen. Und das Ding ist, wenn man Stress mit, Leuten mit Migrationshintergrund hat, ja, wovor haben die Angst? Wie kann man das Hunde. Noch wenn Vater. Eltern. Immer vor Eltern. Ja. Wow. Ja. Wenn einer sagt, ey, wohnt nicht dein Vater da vorne? Ich sehe ihn manchmal sonntags beim Bäcker, wenn ich ihm erzähle, was du gerade machst, Dicker, dann ist vorbei. So. Viele Geschichten so haben nochmal die Kurve gekriegt. Das ist so krass einfach. Und dann hat so die Kette genommen und er hat gesagt, und dann eigentlich, aber ihr dachtet, ihr wusstet ja nicht, was passiert auch in dem Moment. Er war so, das war ein Geschenk und ihr dachtet, ah, sick, der wird jetzt komplett ausflippen. Ja. Aber dann kam so die erste Träne und hat angefangen zu weinen. Warum weinen alle so Typen an? Ja, weil es einfach, weil wir versuchen gerade, ach egal. Ich glaube, er hat einfach nicht geweint, glaube ich. Er hat definitiv nicht. Das Ding ist aber, er will dir niemals zeigen, dass er weint. Weißt du, er versucht so nicht zu weinen, weil das Ding ist, weil er weiß, mein Onkel wird mich umbringen. Wenn ich mit dieser kaputten Kette ankomme. Stich, vollkommen. Weißt du, was ich meine? So. Weil die gehörte ihm. Und dann hat er mit seinem Kumpel geredet und gesagt, ey, Dicker, du bringst mich um, wenn ich jetzt ohne Kette ankomme. Und dann haben die wirklich so, scheiße, was machen wir jetzt? Und meinte, ey, Dicker, guck mal, ich hab 20 Euro, er hat, warte, 2006 oder so war das. War schon Euro. Euro. Ja. Euro, Euro. Und dann haben die uns abgezogen und damit die Kettenreparatur bezahlt. Ja. Kann sein. So. Nein. Und dann? Ich sag ganz ehrlich, ich hab 5 Stunden gepennt oder so. Und ich zieh gerade um, ich bin eigentlich die ganze Zeit bei Candy Crush und bei Dings. Aber am Ende habt ihr so alle zusammengelegt, ihr habt so Dings, jeder hat so ein paar Mark reingelegt. Okay. Euro. Nein, andersrum. Deine Mama. Nee, du bist ohne Mama. Oh, das wird immer schlimmer. Mein Gott! Oh, scheiße. Vater, dein Vater. Oh mein Gott. Hat... Er hat ganz am Anfang auch vor allen gesagt. Ganz Entschuldigung. Am Anfang, das war. Dicker, aber er ist auch schon 34. Ja. Digga. Irgendwann muss man auf damit klarkommen. Ich bin 32. Fühle dich alt. Die Mama von deinem Kumpel hat bei Juwelier gearbeitet. Und er hat gesagt, ey Bruder, ich repariere die. Er meinte, Wallah, meinst du wirklich? Und dann hat er, Bruder, wirklich kein Problem. Und dann ist die Sache gegessen, dann sind die hingegangen. Sie hat die Kette gelötet, alles war wieder gefüllt. Und dann, ihr habt euch nächsten Tag in der Schule gesehen, ihr wart beste Freunde. Okay. Weil wie viele Leute habt ihr schon kennengelernt, wo die richtig Best Friends waren? Und die meinten, wisst ihr, wo wir uns kennengelernt haben? Schlägerei. Ich schwöre noch nie. Echt? Okay, krass. Ey, Felix, ich muss sagen... Klatsch mir oder nicht? Ja, kurz. Ja, komm. So ein kleiner Mitleidsklatscher. Ja, wenn ihr so links Leistungsdruck aufbaut, Digga, was soll dann bei mir passieren? Vor allem geht keiner von uns auf diesen Hurensohn und auf diesen Ruf vorher von diesem Weiber rein. Ne? Keiner, nur auf die Kette. Wir sind richtig dumm. Ja. Einfach richtig schlimm. Da komme ich jetzt nämlich rein. Dankeschön für den Epilog, Prolog. Ich weiß genau, was ist. Schmeiß mir das weg. Digga, der Dorftrottel mit dem blauen Hemd wird jetzt richtig alles aus dem Dreck ziehen. Dankeschön, André, dass du dich anmoderiert hast. Aber ich bin Marvin und ich komme aus Köln. Also, folgendermaßen. Aus Nähe von Köln. Lass ihn doch bitte einmal. Hey, ich bin im... Nein, pass auf.
Guck mal, ihr habt folgendes Detail nicht beachtet. Es ging um den Schrei Hurensohn. Hurensohn. Aber ihr habt folgendes nicht beachtet. Es ging nämlich darum, dass niemand Felix... in Berlin redet so. Ey, ja. Nee, alle haben eher so Hurensohn. Oder Hurensohn. Ja, richtiger Huren. Das von mir ist, also vielleicht war es so ein damals. Falscher Dialekt, war mehr so ein Hurensohn. So. Aber das ja, Ding jetzt, ist, jetzt sind wir so was, halbwegs auf dem richtigen Weg. Also es ging darum, dass das ein gewisser Teil von dieser Aussage nicht gehört wurde. Es ging nämlich immer um Dankeschön, Hurensohn. Dankeschön, Hurensohn. Dankeschön. Und das Ding war, er hat einfach nicht geschrien, dass er irgendwen beleidigen wollte, sondern er hat versucht, in diesem Park in dem Moment die Person zu finden, die ihm anonym diese Kette hat zukommen lassen. Das war nämlich ein gewisser Typ mit dem Namen Hurensohn, der einfach so ein bisschen asiatisch angehaucht war und so ein bisschen verrückt war. Dann meinten die Leute nämlich so, okay, wir schreien mal so rum, die Ladies. Und er ist währenddessen gestorben, darum war es ein Erbstück? Nee, das Erbstück wollte gerade sagen, das was du dazu hast. Ich habe gesagt, Tino, das ist ein Geschenk. Erbstück. Nein, Geschenk. Es war ein Geschenk. Erbstück ist das erste Mal hier gefallen jetzt gerade. Ey, Tino, das kommt aus deiner erfundenen Geschichte so. Und dann wurde nämlich immer geschrien, Dankeschön, Hurensohn. Dankeschön, Hurensohn. Da haben die Ladies nämlich geschrien auch zurück, weil die dachten, es ist so eine Beleidigungssituation. Sie haben geschrien, Hurensohn. Die kamen an, weil sie dachten, okay, vielleicht haben wir jetzt gerade die Person gefunden, die uns anonym diese Kette zugesandt hat. Sie standen vor euch. Auf einmal fing es damit an, dass Felix einfach so propellermäßig mit beiden Armen geschwungen hat, wie Steiger auch vorhin in einer anderen Folge erzählt hat. So. Ein bisschen Breakdance-mäßig. Genau so, 8 Jahre hat er gemacht. Es wurde einfach so ein bisschen rumgeschwungen einfach so und dann ist eine Schlägerei daraus entstanden. Und im Endeffekt ist irgendwann diese Kette gerissen. Sie lag auf dem Boden und da meinte der Typ so, ey, das war doch ein Geschenk. Und dann war so, dann hat Felix auch gemerkt, sein Freund, die Ladies haben alle gemerkt so, ey, das war doch ein Geschenk. Dann ist diese ganze Aggression aus der Situation verpufft und es wurde gesagt, ey, ich dachte, wir wollten einfach die Person finden, die uns die Kette geschenkt hat. Die Ladies waren so, ey, wir wollten einfach nur Hurensohn nachts in einem Park rumschreien. Und da waren alle so, also ja, so ein bisschen blöd gelaufen. Weil du die Geschichte spannender ist, wird sie nicht besser. Ja. Du machst deine Stimme so hoch und runter. Inhaltlich hast du bis jetzt nur für komplett den Müll. Komplett Müll, Dicker. Ich hab dich wirklich. Und du hast auch vorher noch gesagt, ich zieh den Karren aus dem Dreck, Dicker. Du hast ja keine Ahnung, wir haben dein Ticket aus Köln hierher bezahlt, Dicker. Nein! Das ist eine. Stopp, Leute, das ist erstmal eine Lüge. Ich hab das Ticket selber bezahlt, muss man dazu sagen. Ja, boah, ja, heißt, ja, okay. Niemand ist mir irgendwas schuldig hier. Bitte dich. Auf Endeffekt, das Endeffekt dieser Geschichte, der Endeffekt dieser Geschichte war, dass im Endeffekt Frieden geschlossen wurde, weil es erstmal so eine große Aggression in diesem dunklen Wald, in diesem dunklen Wald gegeben hat. Ist ein dunkler Wald? Ja, es gibt keinen Wald zwischen mir und ein Park, ein Wald, eine dunkle Area einfach so. Und, da wurde und dann seid ihr alle in dem tiefen Waldsee schwimmen gegangen. Und seid bis auf den Grund getaucht, in dem kristallklaren Wasser. Dicker, da gibt es nichts Schönes. Was? Lattenbau. Was hast du für eine Ahnung? Es ist richtig schön da, Lipschitz. Ja, aber da gibt's ja, mein Lipschitz alle ist voll schön. Das ist das Erste, woran ich denke, wenn mich jemand fragt, nach aus diesen 4 Trauerspielvarianten eine beste auswählen. Nee, lenk dich nicht von diesen. Ist sein Hauptdarsteller wirklich Hurensohn? Nein, das war nicht. Du warst der Hauptdarsteller. Hast du in der Corona-Pandemie noch so ein bisschen Asian-Hate? Ja. Nein. Damit hat's gar du hast jetzt gerade den Asiaten reingebracht. Das war ein ganz normaler deutscher Typ. Du hast asiatisch angehaucht gesagt. Das, weil ihr mir gerade hier so asiatische Luft drüber geschossen habt. Du hast es gesagt. Du wolltest. Also, gar nichts. Ganz kurz, um Marvin so ein bisschen zu retten. Ein schon die zweite rassistische Sache in 6 Folgen, Dicker. Schlechte Quote, 33%, scheiße. Ein Kumpel von uns, der hat eine Freundin und die hieß wirklich, ich meinte, ey, ich habe eine neue Freundin und so, die heißt Huren. Und das war so ein bisschen lustig, weil Huren, die Berliner unter uns kennst, das ist so ein bisschen das Codewort für Hurensohn. Und das hast du früher aber nicht gesagt. Huren? Huren hast du früher nicht. Das war so 2006 herum. Nee. So. War Hurensohn hast du gesagt. Einfach nein, Huren. So Huren, so als so. Früher nicht gesagt. Hat man Huren, Huren gesagt? Huren? Ein bisschen später, richtiger Huren. So ja, Huren, ich kenn Huren. Ja, aber früher nicht. Digga, Wedding war ein bisschen progressiver. André hat sich ja Köln nicht. Ja. So, auf jeden Fall Huren, deswegen diesen asiatischen Vornamen, weiblich aber, tatsächlich, so wie ich es kenne, Huren gibt es. Cool, cool. Nein, gibt es. Also, okay. Danke für diese Aufklärung. Bitte, Felix. Wie ging denn die Geschichte aus? Das ist die unangenehmste Folge bis jetzt. Wirklich die unangenehmste Folge. Mit Dicker, wenn du jetzt sagst, die Kette wurde einfach repariert um die Ecke, dann ist es richtig traurig. Ey, wir waren Jetski fahren, komisch. Spaß. Also, er nimmt diese Kette, guckt sie so an, guckt uns und sagt, es war ein Geschenk. So, dann auf einmal drehen die beiden sich um und gehen. Wir dachten so, was jetzt? Ja. Egal. Denke ich jetzt gerade auch tatsächlich. So, wir sind zur U-Bahn gelaufen, weil wir wollten mit der U-Bahn fahren, aber es war schon abends, wir waren U-Bahn und Lipschitzallee. Deswegen kam die U-Bahn erst in 12 Minuten. Und wir wollten nicht 12 Minuten warten und dachten, okay, dann scheiß drauf, wir laufen. Ja. Dann kommen wir wieder U-Bahn und Lipschitzallee hoch auf dem Platz. Auf einmal kommen uns da 10 Mann entgegen, nämlich diese beiden plus große Brüder und Cousins. Und einer von denen ruft, ey, war der das, der meine Kette, mein Geschenk kaputt gemacht hat? Und dann haben die uns genommen, an die Wand gedrückt, einfach kaputt geschlagen. In der U-Bahn.
Ja, da oben in diesem U-Bahnhof. So, und dann sind wir so völlig ramponiert und demoralisiert, weil die auch viel älter waren, alle richtig, wir waren Mental Breakdown. Ja. Und eins von den Mädels hat da direkt einen Block weiter gewohnt. Und die der Hurensohn gerufen. Ja. Nee, und dann haben die gesagt, komm wir gehen erstmal kurz zu uns, erstmal kurz so wieder sortieren, alles so voller Blut und so. Und dann kommen wir da oben an bei der, die hat da mit ihrer Mutter gewohnt, die Mutter hatte so eine Fluppe im Maul, guckt uns so an, wie so völlig zerschossen da einfach so ankommen. Und die Mutter guckt mich an und sagt ernsthaft, was mit deiner Jacke passiert? Das war die Geschichte. Ey, hart. Wirklich? Hart. Hey, ganz ehrlich. An eurer Stelle, aber ich meine, es war 2006 so, ich hätte 100% diese Gewitter im Kopf-Karte gespielt. So. Mhm. Ich hätte gesagt, ey, die hat Dings, wie heißt das? Ich finde es krass, dass niemand von uns drauf gekommen ist, dass die ihren großen Brüder gerufen haben. Ja. Tourette. Du vor allem Dingen. Krass. Aber ich hätte gesagt, ey, sie hat Tourette und so, die kann gar nichts dafür. Nehmt mal Tourette. Mhm. Aber gab es zu der Zeit so richtig? Ich habe einfach nicht so schnell geschaltet. Isan, welche Geschichte fandest du am besten? Alle waren scheiße. Boah. Das ist jetzt natürlich wirklich... Ey, Bro, ganz ehrlich, du musst nicht mal, musst, du kannst dich auch nicht selber zum Gewinner küren. Du kannst doch einfach sagen... Das kann ich die Entscheidung ans Publikum outsourcen? Oh, no. Kurz doch. Mal klatschen, doch, Sino. Ja, die meisten Fans hier. Ich habe zwei Freundinnen dabei. Julien. Oh Gott. Ich bin eine Frau, Mann, bitte. Berkan. Einfach alle gleich laut. Das war am leisesten. Ja. Das war leisesten. Den nehme ich auf. Und Marvin? Marvin mit seiner Dorfstory. Ey! Ja, Sino gewonnen, oder? Sino war so ein bisschen lauter. Ja, ich glaube auch. Ja, okay. Sino war so ein bisschen lauter, auch wenn er eigentlich gar keine richtige Antwort hatte. Ja, Digga, weil Thülin hat mich komplett rausgebracht. Nein, ich war lauter, ich schwöre, ich war lauter. Ach, du hast mich rausgebracht, Mann. Du kannst die Kiste da eingesteckt dann aussuchen, bitte. Warum hab ich dich rausgebracht? Du bist eine richtige Diva, ey, wirklich. Nee. Ich hatte eigentlich einen Preis. Du bist eine richtige Diva. Ein Preis. Ja. Nein, zwei ist schon okay. Eigentlich verdient sie nur einen Preis. Nein, die Geschichte war so anstrengend, dass es zwei Preise verdient hat. Ich finde schon okay, erster und zweiter Platz. Okay, Sino, du kriegst 200 selbstabschließende Wasserbomben. Ja. Oh, wirklich selbstabschließend? Hä? Wie geht das? Wie funktioniert das? Geht doch darauf. Sind die von Teddy? Von Teddy? Ja. Bock, ist das NASA-Technologie? Es wurden keine Kosten übrig heute. Ach, geil. Ja? Ey, Marvin, wie ist es, dass wir mehr Geld für Wasserbomben als für deine Antwort bezahlen? Mittelmäßig. Hier ist es für dich. Dankeschön, Bruder. Vielen Dank, Felix Ruprecht!